Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Wir sind wieder am Start. Und wir müssen in dieser Folge, wir haben schon zwei Baumstämme gefunden, wir müssen jetzt in dieser Folge ein Seil finden und ein Laken. Jawohl. Beides brauchen wir. Beides brauchen wir, um das Floß bauen zu können. Wie gesagt, Baumstamm haben wir schon gefunden. Beide. Fehlt nur noch das Seil und... geheimer Ort. Fehlt nur noch das Laken und das Seil. Und wir haben einen geheimen Ort gefunden. Oh, das ist eine Tür. Und ganz viele kryptische Zeichen. Was ist das für eine Tür? Wohin führt die Tür? Kein Griff, kein Schlüsselloch. Was ist das bloß für eine Tür? Okay, kaputt machen können wir die auch nicht. Okay. Können wir scheinbar nicht viel tun. Gehen wir zurück zum Strand. Besser ist das. So, was haben wir hier noch? Können wir hier hoch? Nee. Aber hier können wir hoch. Da oben in die Tür kommen wir, glaube ich, nicht rein. Ansonsten können wir hier noch einmal hoch. Hier waren wir auch noch nicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Laken... Ah, hier ist das Laken. Juhu! Geil. Nicen Stein. Okay, fehlt eigentlich nur noch das Seil. Und wir waren hier hinten noch nicht. Das ist natürlich so ein bisschen Tutorial immer noch, ne? Wir sind immer noch so ein bisschen im Tutorial. Dass das jetzt nicht allzu schwer ist, ist, glaube ich, klar. Ah, guck mal da. Das Seil. Perfekt. Juhu. Hey, Bro. Hey, Sora. You feel lucky today? Es sieht mir jetzt nicht ganz so erfolgreich aus, was der Bruder da macht, ne? Wie wär's mit dem kleinen Wettkampf? Na, come on. You're going down. Ich glaube, dadurch, dass wir nicht Wächter genommen haben, können wir gar nicht blocken, ne? Den Kampf gewinnen wir! Nein! Das ist doch frech. Ja, gewonnen! Alter. Ja. Wer hat jetzt die große Fresse? Hm? Arschloch. Okay. Okay, come on. Ich wollte nochmal gucken, diese großen Sterne, die da oben hängen, ne? Können wir. Ah, wir können hier hoch, geil. Diese großen Sterne, die bei dem Dude da vorne hängen, ne? Könnte man damit irgendwas machen? Scheiße. Die Nunderqualle. Boah, ich habe aber damals, als ich das Spiel gespielt habe, ich habe diese Insel so geliebt, ne? Ich habe diese Insel so geliebt und sie kam mir, irgendwie kam mir die früher größer vor. Warte mal, da mit irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Insel größer wäre von früher, aber das hat man, glaube ich, einfach noch so im Kopf. Von damals, ne? Das ist einfach so. Aber ich habe diese Insel so sehr geliebt. Einfach mit dem Wasser und dem Strand. Und das war alles so geil irgendwie. Geiler Vibe irgendwie. Keine Ahnung. So. Ich hab die Sachen. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Eine High Potion. Ja. Lass uns für heute Pause machen. Wir machen uns morgen zu Ende. So sieht's aus. Chili Vanilli. So... Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just,
I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? Ja, danke. Paupu fruit. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Hat er dich jetzt weggeschmissen? Mario gefällt das nicht. Oh, das Disney-Schloss. No. So nice. So schön. Und deswegen liebe ich dieses Spiel. Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Goofy. But don't tell anyone. Ooh. Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Wusstet ihr, dass wenn man den Kopf von Donald Duck umdreht, sieht er aus wie Donald Trump? Ich finde das sehr unheimlich. Ich frage mich aber, ich versuche mich die ganze Zeit zurückzuerinnern, ob das damals auf Deutsch war. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich dachte früher, ich hätte Kingdom Hearts auf Deutsch gespielt, aber ich weiß auch gerade nicht mehr, ob damals das überhaupt eine Vertonung hatte. Ich bin mir dezent unsicher, ehrlich gesagt. Legendary power of the Paupu fruit? They say if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. It's so romantic. I gotta try it sometime. Ich teile die mit mir selber. Lustig. So,
Ja, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, ob ich früher auf Deutsch gespielt habe. Oh, guck mal, das Loch da oben ist offen. Warte mal. Lagune. Huch. Uah. Hey. Das Floß ist fast fertig. Wir müssen nur noch den Proviant auf. Das war, hast du Rico gesehen? Nö. Soll ich? Oder hätte ich ihn sehen müssen? Das heißt wahrscheinlich, wir sollen jetzt auch noch Essen suchen, ja? Okay, da kommen wir nicht hoch. Dann laufen wir einfach den normalen Weg. Da hinten ist aber noch ein Stein. Vor einer Öffnung. Warte mal. Können wir den verschieben? Yo! Oh, wir haben einen Pilz bekommen. Ah, toll. 3 Tage auf einer einsamen Insel, direkt Pilz eingefangen. Super. Oh. Toll, nichts drin. Okay, hier geht's noch nach oben. Entschuldigung. Oh, geil. Toll. Ich hätte einfach nichts drücken dürfen. Boah, da ist noch so ein Loch. Guck mal. Kommen wir da irgendwie... Ne, kommen wir nicht rein. Okay. Wo kommen wir hier hin? Ah, da ist, glaube ich, Riku, ne? Ich glaube, das ist Riku. Hier ist eine Tür. Ah, da geht's zum Strand. Okay. Hallo. Unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind. Würdest du es nennen? Sand. Nein. Das passt sogar perfekt da rein. Geil. Sand Florida. Juhu. Also wie immer. was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln, ihr könnt jeden Weg nehmen. Oh, wir müssen einen... Oh Gott, rennen. Oh boy. Bis zu dem Stern. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Palpu with Kairi. Huh? Hey. The winner gets to share a Palpu with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Hey. Übertreib mal nicht, Bruder. Der schubst. Der hat geschubst. Das ist unfair. Nein. Oh nein, wir waren so gut dabei. Scheiße. Arschloch. Warum ist er so schnell? Oh no. Wir haben verkackt. Scheiße. Ich will nochmal. Kann man das nochmal machen? Arschloch. Können wir das nochmal machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal zählt. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Der schubst schon wieder. Okay. Crazy. Nein. Hä? Ich komm. Hä?
Das hat aber auch nicht gezählt gerade, ne? Okay, scheiß drauf. Lass ihn einfach gewinnen. Ist egal. Der spielt mit unfairen Mitteln. Der spielt mit unfairen. Lass ihn einfach gewinnen. Penner. Was, ich mag nicht. Halt's Maul. Oh, muss ich die Marke jetzt... Ach, come on. Muss ich jetzt wirklich die Marke noch berühren und nochmal zurückgehen? Oh, no. Ernsthaft jetzt? Okay, wir können nicht mal das Ding benutzen. Oh, boy. Weil er da zuerst dran war. Okay, wir haben ja keinen Stress. Das ist ja relativ langsam. Aber ich war doch bei der Marke, oder nicht? Wie berührt man die denn? Och, man muss dran springen. Oh boy. Na gut. Trotzdem Arschloch. So. Ha 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 ha. Ich bin besser als du. Bla bla bla. Don't talk to me. Steht 0 zu 3. Ja, egal. Lass ihn halt gewinnen. Penner. Okay. Pass auf. Ich glaube, wir müssen... Wen sollen wir suchen? Kairi, glaube ich, ne? Oh. Na, wieder nichts drin. Schade. Oh, wir müssen mal warten, bis die Kiste wieder respawnt. Wir können die verschieben, richtig. Und wir sollten die da oben an das Loch schieben. Hey, yo. Du suchst eine Papuei, drei Pilze, zwei Kokofrüchte, drei Fische. Ach, du Heilige. Okay, was ist das? Okay, das zählt nicht dazu. Okay. Mal gucken, ob bei diesem, bei diesem Stern oben irgendwas ist. Wo geht's denn hier hin? Zum Strand. Okay, vielleicht finden wir da auch Sachen. Gott, Fische sollen wir auch noch suchen. Gut, ich glaube, Fische waren hier vorne gewesen, ne? Super. Perfekt. Und noch einen. Juhu, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Waren das nur zwei? Ich bin mir gerade unsicher. Da vorne schwimmt noch irgendwas. Okay, wir haben mal zur Not drei genommen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber ich glaube, es waren drei Pilze, ne? Jaja. Ich glaube, es waren drei Pilze. Ah, und diese Früchte waren da oben, ne? Ah, und hier können wir das Wasser, glaube ich, auffüllen, oder? Yes! Geil. Und da oben ist das Ei, glaube ich, oder? Wie kommen wir da hin? Können wir vielleicht draufhauen? Da ist es. Oder was ist das? Nee, das ist eine Frucht, glaube ich, ne? Kokofrucht. Ah, okay. Es ist nicht das Ei. Was hiermit? Ich glaube, wir sollten aber gar keine... ich glaube, wir sollten gar keine Sternfrucht sammeln, ne? Ich glaube, die Sternfrucht sollten wir gar nicht sammeln. Wir haben eine Kokofrucht bis jetzt. Wir haben... drei Fische. Und einen Pilz. We need more of it.
Ah, da oben ist auf jeden Fall noch so eine Kokofrucht. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal sammeln sollen. Keine Ahnung. Gehen wir mal zur Lagune nochmal. Da können wir sie auch gerade nochmal fragen, was wir noch brauchen. Vielleicht hier unten nochmal gucken. Aber hier ist... Ah, Hilfe. Hier ist aber, glaube ich, soweit nichts mehr, was wir brauchen. Wo ist sie denn gewesen? Ich glaube, hier unten. Ah, Moment. Moment. Easy. Easy. So, warte. Boah. Boah, da ist eine Kiste. Protestkette. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber wir nehmen es mit. Oh, Pilz. Geil. Jetzt haben wir schon zwei Pilze, Kappa. Ekelhaft. Hallo. Das hier, ich mache nur eine Muschel aus Thalassa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubte, sie schützen vor Gefahren auf See. Siehst du das? Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer wieder. Wir drei werden für immer zusammen sein. So ein Dreier-Ding muss aber auch nicht sein, ne? Mal sehen, was noch fehlt. Ein Papu-Ei und ein Pilz. Eine Kokosfrucht. Okay, wir müssen mal zurück zu dieser Frucht. Du Früchtchen. Wir brauchen aber auch noch einen Pilz, ne? Einen Pilz brauchen wir auch noch. Dann das Ei. Pilzei und eine Frucht. Pilzei und eine Frucht. Okay. Ist hier vielleicht so eine Frucht? Nee, ne? Uah. Ja, lass uns doch mal zu dieser einen Stelle da gehen. Da war ja welche, ne? Da vorne, ich sehe sie schon. Dann nehmen wir die einfach von da mit. Ich meine, wenn die da sowieso safe ist, ne, dann passt das schon. Wir gucken aber nochmal hier oben, ob wir hier vielleicht auch noch irgendwas finden. Ah, hier war das Laken letztes Mal, ne? Okay. Okay, die Kamera ist wild. Ich springe aber hier runter, ist egal. Wir kriegen ja sowieso keinen Schaden. Was ist da hinten eigentlich noch? Vielleicht ist da jetzt irgendwas Neues gespawnt, dadurch, dass wir jetzt weitergekommen sind. Ah, ja. Natürlich. Wo findet man einen Pilz? In einer Höhle. Oh. Okay. Oh. Warum sehen wir so böse aus? Well, who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied. The darkness, soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing.
Okay, 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 okay. Weirde Geschichte. Der sah sehr, sehr unheimlich aus. Aber wir haben einen Pilz. Zum Glück nicht von ihm. Okay, brauchen wir noch die Frucht? Und das Ei. Ich weiß nicht, wo das Ei sein soll. Ja, nee, jetzt mal ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wo das Ei ist. Ah, komm schon. Kommt da jetzt keine mehr runter, weil wir schon eine haben? Scheiße. Aber ich glaube, hier kann so eine Frucht doch gar nicht runterfallen, ne? Weil da oben ist keine drauf. Wir probieren es trotzdem mal. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist das doch das Ei. Das ist das Ei, was wir brauchen. Ja, na klar. Das ist das Ei, was wir brauchen. Deswegen ist das da. Alles klar. Baracken, ne? Okay, wo ging's denn jetzt nochmal zur Lagune eigentlich? Hier, ne? Jo. Okay. Wir gehen zurück. Wir haben... Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, ne? Jedes Mal. Jedes Mal passiert das. Frech. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geben wir den Stuff ab. Wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen hier bei Kingdom Hearts und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Let's Play Kingdom Hearts. Morgen 20 Uhr ist es soweit. Macht's gut, bis dahin. Und haut rein.